Guten Tag. Guten Tag. Habt ihr doch schon mal so erlebt? Sonntags, ihr fahrt mit dem Auto durch euer Dorf oder eure Stadt und da kommen dann 25 bis 30 Rennradfahrer. Die fahren ja nebeneinander, ne? Die fahren ja nicht hintereinander. Die sind ja breiter als ein LKW, als ein 40-Tonner. Die sind ja auch stärker. Das ist unglaublich, ne? Die fahren da, als wenn denen die Straße gehört. Und dann meckern sie auch noch, du musst sie ja irgendwann überholen. Und dann musst du wieder einscheren. Ey, da sind die noch am Schlängel. Dann sagen die, ich meine, ich schneide die natürlich nicht. Ne? Ich will in die Stadt hinfallen. Aber das ist unglaublich, was die sich manchmal rausnehmen. Und die fahren wie die gesenkten Säue. Zuletzt sind wir doch mal hier auf dem Feldweg. Da dürfen auch Autos fahren. Gefahren und da fuhren auch zwei oder drei auch. Und die haben uns nicht rübergelassen. Die interessiert das gar nicht. Die interessiert das gar nicht, ob du da mit dem Auto hinterstehst oder nicht. Nee, die fahren weiter mit drei Mann nebeneinander. Also richtig dreist. Und auf Ja. einmal ging Peng. Und auf einmal ging. Pff. Und da ist das Rad, der Radgeplatzt von dem. Der Reifen. Ich meine ich ja, das Rad. Der Reifen, der Hinterreifen. Ist der geplatzt, muss Und da wir raus. beide haben uns gefreut, Ja, der wir hatten voll Schätze. Spaß, wir zwei. Ja. Ja, ansonsten, heute ist ein guter Tag. Die Sonne scheint und alles ist prima, ne? Ja, ist auch nicht so warm wie gestern. Ja, jetzt hatte ich gerade im Fernsehen noch gehört, jetzt wollen sie wahrscheinlich Ende des Jahres wieder die Mehrwertsteuer in Restaurants erhöhen. Ja, die erhöhen alles. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das überhaupt noch bezahlen wollen. Ja, wir waren jetzt auch einkaufen und wir haben am Samstag 150 Euro 100, ausgegeben. ja, 149 Euro. Ja, und Für ja, nix. gut, wir kommen jetzt klar, weil wir essen ja nicht so viel, Ja, aber aber. guck mal, so viel Geld haben wir noch nie ausgegeben. Also Nee. wir hatten immer so um die 100 Euro, mal 80. Ja. Das ist schon viel, weil der Frank, der ist ja nicht mehr so viel. Und aber 149 Euro. Ja, da habe ich mir auch gedacht, alter Schwede, wo soll dann da hinführen? Und wenn du dann, sag ich mal, zwei Kinder hast, ich meine, Kinder müssen essen, jeder muss essen, logisch, dann stehst du aber auf dem Schlauch. Und so viel Besonderes haben wir gar nicht geholt. Nee, wir haben nichts Besonderes gekauft. Okay, ja, ich habe ein paar Garnelen gekauft für 10 Euro und Lachs für 10 Euro. Na gut, das So. sind ja schon 20 Das Euro. sind schon 20 Euro, aber es sind keine Zigaretten von der Elke dabei, waren keine Getränke dabei und es waren eigentlich ganz normale Sachen, die man so braucht, mit Eier und was weiß ich, was war alles, Ja, und was Thunfisch. Gemüse. Ja. Und wenn jetzt auch noch diese Mehrwertsteuer wieder erhöht wird in Restaurants, also dann sehe ich aber schwarz für die Restaurantbesitzer, weil die müssen dann natürlich wieder umlegen auf den Verkaufspreis. Tja. Die müssen doch mal irgendwie mit den Leuten arbeiten und nicht immer gegen die Leute, die Ich verstehe immer das auch mehr nicht. bezahlen, immer mehr bezahlen. Geht ja auch, kommt ja auch immer zurück auf den Endverbraucher. Ja, Du bist. wer soll denn dann noch essen gehen, wenn das Einkaufen schon so teuer ist und das Benzin so teuer ist? Wer soll denn dann noch gucken, dass er auch noch essen gehen kann? Also ich verstehe das nicht. Wie seht ihr das denn? Seht ihr das genauso oder habt ihr eine andere Meinung oder haben wir vielleicht ein falsches Mindset? Also vielleicht denken wir auch falsch. Aber ich könnte mir jetzt nicht erlauben, ein normales Leben zu führen und dann noch, ich sag mal so, vielleicht zweimal die Woche noch essen zu gehen. Also, das wäre mir auch zu teuer. Naja. Aber es war so eine Aufstellung bei Facebook, da hatte einer was gepostet, was die so ausgeben für Autos, was die für die, also jetzt an Versicherung und Miete, also halt die ganzen Kosten, da kamen die auf 1700 Euro. Ja. Das Eingehalt war komplett weg. Nur für Ausgaben, Nur, ohne ja, Miete und ohne ohne alles. Essen und, nee, mit Miete. Wer Aber wird denn jetzt? mit Miete. Miete und Aber, Einkaufen? nee, ohne Ach Einkaufen. so, ohne Einkaufen. Ja, das ist Wahnsinn. Also Handyrechnung und so was, ne? Ja, da kommt Strom ja war auch noch alles mit dabei. dabei. Handy, Internet, Versicherungen, Autoversicherungen und. Das ist ja so ein Tanken. riesen Kostenapparat. Oh, wir müssen Schluss machen. Die kommen uns holen. Hilfe, Hilfe, Hilfe!